abgedeckt. Hinter der kleine Schrank dann auch raus? Also hier noch nicht. Das ist jetzt ein handgefertigter Prototyp. Aber die Kollegen von Pössl haben gesagt, dass sie daran arbeiten, dass sie das auch herausnehmbar machen wollen. Allein auch aus dem Grund, weil man als ganz praktisch ist, wenn man die Freebox an Steckdose anschließen kann. Das fängt man so mit ins Zelt nehmen oder was auch immer als Vorzelt. Okay. Aber so würde er als Viersitzer. Ich gehe davon aus, also die Produktion beginnt ab Dezember. Es ist so, dass Citroën das Fahrzeug an Pössl liefert und das zunächst erstmal nur beim Pössl direkt bestellen kann. Also wie das alte Fahrzeug auch, dass ich den direkt von Pössl dann auch bekomme. Das heißt, wenn ich ihn bestelle für meinen Kunden, dann bekomme ich ihn direkt auch von Pössl geliefert. Genau, erstmal schon. Aber es soll natürlich irgendwie auch über das Händlernetz gehen. Also so wie es beim letzten gab es einen richtigen Preis, das Prospekt, und dann haben wir das Auto bestellt und jetzt auch Sonder oder Tipper oder sowas, wo wir alle das Geschäft haben. Ist der Plan? Ja. Und der Plan ist Dezember, sonst ist es Haken sich,